Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mir fällt gerade noch was ein. Kleinen Augenblick. Mit mir spielt die Mathilde, genau. Mir fällt nämlich gerade ein, was wir nächste Folge machen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das in den Kommentaren geschrieben hat, aber einer hat uns ja einen guten Plan gegeben, wo die ganzen Kisten sind. Und das war Shani. Genau, Shani, guter Mann. Und wir werden nächste Folge, das machen wir, nach diesem Plan die Kisten suchen. Okay. Schnitzeljagd. Mal gucken, ob wir anhand des Textes die Kisten finden. Rein theoretisch, ich habe den Text gerade geöffnet. Nee, ich will jetzt die Megasteinnase töten. Okay. Das haben wir uns vor diese Folge vorgenommen. Gut. Eine andere Sache ist, bevor... Wolltest du was sagen? Nein, red ruhig weiter. Ich wollte dich jetzt nicht unterbuttern. Alles gut. Du kannst ruhig sagen, was du sagen Nein, wolltest. Nein, ich weiß ja nicht, was du sagen wolltest. Ich kann auch warten, bis du fertig geredet hast. Ja, und zwar hat ein anderer Kommentator nochmal was zur Säuberung geschrieben mit einer Kommandozeile. Ich habe jetzt heute jetzt nicht mehr geschafft, die Kommandozeile rauszusuchen. War auch zu faul zum Googeln. Aber ich wollte nochmal mit euch zusammen in das Menü. Nee, das ist was anderes. Da wollen wir nicht reingehen, das ist Cheaten. Das machen wir hier nicht. Ich habe es aber testweise mal gemacht. Säuberung. Das ist das Menü zur Säuberung, die wir quasi aus dem Spiel heraus haben. Und wir haben auch schon mal hier bis mit rumgespielt. Säuberungsstufe. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich die Härte gerade. Säuberungsverzögerung. Dieser Wert gibt es die Mindestverzögerung. Minuten an. Ich überlege gerade nochmal. Ich wollte nochmal mit euch live gucken. Vielleicht seht ihr das, was ich jetzt euch sehe und sagt, ey Junge, du musst den und den Wert machen. Vielleicht bin ich da auch zu blöd. Kann ja durchaus sein. Will ich gar nicht abstreiten. Spieleranzahl ist egal. Säuberungsdauer ist wahrscheinlich der Wert, wenn die Säuberung andauert. Kann von mir aus eine halbe Stunde dauern. Säuberungsvorbereitung Zeit. Erhöhst du diesen Wert, wird der Zeitraum in Minuten zwischen der Warnung und... Ja, das interessiert auch nicht. Wir wollen einfach, dass der Wert steigt. Es müsste rein theoretisch der Säuberungsanzeige Aktivierungswert sein. Erhöhst du diesen Wert, wird die Zahl der Aktionen erhöht, die Clans oder Spieler ausführen können, ehe ihnen eine Säuberung droht. Ergo, wenn man überlegt, müsste das ja bedeuten, wenn man diesen Wert niedriger macht, müsste man weniger Aktionen durchführen, bis eine Säuberung kommt. Ich glaube, also, wir hatten es damals weniger gemacht. Hm. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe jetzt meine Werte auf 100.000 gestellt. Mal gucken, dann müsste man doch mal sehen, ob was passiert. Ich weiß bloß nicht, ob wir das in den Server neu starten müssten. Das weiß ich auch nicht. Guck nochmal, ob er das jetzt noch hat. Ja, manchmal... Ach, ich gehe schon wieder hier rein. Junge, geh da nicht rein. Einstellungen. Server Option. Nee, hat er genommen. Säuberung. Ist drin. Joa, mal gucken, ne? Bisschen mal was machen, kaputt hauen, töten und dann... ja, genau, wir reiten einfach hier zu Mr. Mega-Steinnasefresse, den zerballern wir und dann versuchen wir noch dir so eine, ja, Nachtsichtgerät zu besorgen. Genau, aber bevor wir das machen, nochmal an unsere liebsten Mitgucker, die alles irgendwie wissen. Ich habe ja nachgeschaut, wie man dieses mit Schattenblüten gewürzte Goldstab macht. Und was ich in der Kundenwiki gefunden habe, war eigentlich nur Schattenblüte, Goldstaub. Also eine Schattenblüte, 40 Goldstaub hier in den Feuerschankessel. Ich habe sogar extra einen Verkesserten gebaut. Und ich habe das Rezept nicht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo lernen muss oder ob ich noch irgendwie ein Schattenblütengewürz hier raus machen muss. Vielleicht könnte es mir ja sagen, vielleicht finde ich es noch raus, keine Ahnung. Und dann haben wir ja unseren... mach mal Platz hier. Haben wir ja einen Steinnasenhai bekommen und das habe ich auch nachgelesen. Das sollte man ja hier auf den Komposthaufen packen. Und wir haben eine Kieselnase. Aha. So, eine kleine Kieselnase, einen kleinen Baby, eine kleine Babysteinnase und Hackfresse, die zweite ist im Weg. Darum heißt er ja auch Hackfresse. Den packe ich jetzt allerdings schon mal in Ferch und ich bin am überlegen, ob ich tatsächlich Goldstaub schon mal reinpacken soll. Ja, mach mal. Damit der Kleine uns nicht verhungert, ist dann natürlich nur eine 20%ige Chance. Ja, das, was wir haben, verballern wir, mein Gott. Wir reiten aber hin, ne? Jo. Epona, nee, dich will ich nicht.
so kleine Kieselnase. Wer hat eine Goldnase? Wo ist Epona? Wo ist mein Pferd? Follow me. Dein Pferd ist bei den Leichen. Bei was? Bei den Gräbern. Das Pferd macht schon die Soundeffekte. Ich muss sie gar nicht machen. Ja, ich habe heute Clown gefrühstückt. Mhm. Oder es lag hier am Kaffee, den ich gerade trinke. Um so später Stund. Ja, und dann... Oh. Das Pferd ist halt raus gekommen. Also, Epona, ich sehe jetzt den Kopf. Ja, jetzt geht die Tür nicht auf. Ah, schön. Jetzt ernsthaft, das Pferd ist da festgespawnt. Oh, oh. Gesundheit. Komm, ich mache euch mal die Tür auf. Das kann man sich ja nicht mit ansehen. Zu spät. Oh, zu spät? Hast du schon die Tür aufgemacht? Ja, jetzt habe ich die Tür schon aufgemacht. Ach ja, falls ihr noch mal was anderes von uns sehen wollt, schaut doch mal in unsere neue Grounded-Playlist rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da sind ja schon ein, zwei Videos drin. Hehehe. Keine Bange, wir werden Conan deswegen nicht aufgeben. Wir werden versuchen, weiterhin zweimal pro Woche ein Conan-Video rauszubringen. Solange wir noch Material haben, was wir spielen können, und solange wir noch Ideen und Lust haben. Die Riesensteinnase war in die Richtung, oder? Ja, ich glaube irgendwo, ich habe es mir nicht mal markiert. Nein, das war irgendwo so ein Durchgang war da. Nee, wir müssen nach links, an den, warte mal. War doch nach links, war an den, okay. Am Salzsee da vorbei, glaube ich, und dann links irgendwie hoch. Ansonsten laufen wir jetzt hier die ganze Zeit rum, bis wir das Ding finden. Mein Getreu ist aufgestiegen. Warum? Ach ja, genau. Und dann hatte, ich glaube, das war auch Shani, hatte uns noch geschrieben, dass unsere Getreuen momentan so eingestellt sind, dass sie alles angreifen. Das haben wir uns ja schon gedacht. Genau. Das müssten wir nur mal wieder umstellen. Hm, gute Idee. Ja, ich weiß. In den Server-Optionen oder was? Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Das kannst du direkt in der getreuen Steuerung machen. Dann sag ich Getreue, Alter. Nicht kämpfen, Junge. Alles kuscheln. Was bist du denn für ein Vieh? Hm, an die Viecher kann ich mich nicht erinnern, aber irgendwo war dieses Vieh hier. Wir sind uns jedenfalls schon mal sicher, es war so ein Durchgang. Ja. Aber ich kann mich an diese Viecher nicht erinnern, dass die da waren. Da waren, glaube ich, Steinnasen. Aua, nein, nein. Das sind so Sandbestien, heißen die, glaube ich. Ja, aber ich glaube, die sind doch falsch. Ah, weiter hoch gibt es nur noch was. Gehen wir hier wieder runter und... Hey! Ich hab mein Pferdchen wehgetan. Ich meine, das war hier irgendwie. Ja, hier gibt es wieder ein Hoch... ist das eine Sackgasse? Wir sind im Kreis geritten. Wie geht das denn? Nee, ich dachte, ich geht's auch noch lang, aber hier geht's nicht lang. Warum rennst du wieder hoch? Ich dachte, dass du da was hast. Hm. War's doch an der Seite. Ja, vielleicht war's doch an der Seite. Dein Pferd... Ich glaube, das war auf der Seite. Dein Pferd reitet bei mir gerade nicht. Das schwebt so ganz komisch. Jetzt ist es ein Flugpferd. Au, au, au. Ups, hier ist ein Baum. Alles gut? Alter, ich hab Maske auf. Lebst du noch? Ja, ja.
Ne, hier ist eine Mauer. Hier kommen wir nicht durch. Doch, da oben. Aber es war hier nicht. Ah, hier ist eine Steinnase. Hier sind wir richtig. Ja, gut, dass wir... Weil ich auch gut weiß, wo du bist. Ja, ich reite hier einfach mal am Rand lang. Ne, ist zu weit. Das war doch nicht... Muss doch... Ist auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ah, ich sehe dich. Also ich glaube, da wo ich bin, ist auch falsch. Oder ist ja ein Tor nach unten. Entschuldigung. Haben wir da oben schon mal? Ich weiß es nicht. Wir können mal hinreiten. Nee, Sklavenweg kenne ich nicht. Nee, ich auch nicht. Vor allem ist das ja ein guter Weg. Hm. Nee, ich will interagieren. Ach da. Ori, ophinisches Tagebuch 7. Ich bin überzeugt, dass mich eine der infernalischen Kreaturen hier gestochen hat. Vielleicht einer der kleinen Skorpione, die sich unter dem Sand verstecken. Ich habe den Stich nicht gespürt, aber mich überkommt eine eigentümliche Mattigkeit. Ich fühle mich müde und krank und meine Beine tragen mich nicht mehr. Ich habe Brakab gebeten, hier zu ruhen und er hat zugestimmt, wenn auch unter Protest. Im Westen liegen große Salzebenen, die wir morgen überqueren werden. Vielleicht gelangen wir nach Norden, wo es Pflanzen zu geben scheint und diese infernalische Wüste endlich auf. Weißt du Bescheid? Oh, hier ist so ein blutiger Handabdruck. Jo. Vielleicht sehen wir das Ding ja von oben. Also vom Text her klang das einfach nur, dass es der Weg ins nördliche Gebiet ist. Ja. So, ich gucke hier mal an der Seite. Oh, 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 oh. Da bin ich ja fast runtergeplumpst. Aber so ähnlich sah das aus mit dem Vieh. Ja, das müsste da weiter rechts sein. Da. Dieser verfickte Maus. Wann schenkst du mir endlich eine neue? Ja, wir müssen einfach mal Twitch machen. Die verdienen ganz gut. Dann können unsere Fans... ich hab's gefunden. Ja, die eine Maus finanzieren. Warte mal. Hier vorne ist aber auch noch eine Steintafel oder sowas. Muss man uns das nachher nochmal angucken. Ja, mach mal. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin nach rechts geritten. Warte mal, dann bleib da mal, wo du bist. Ich gehe mal ganz kurz da gucken. Vielleicht ist es so einfach nichts. Guck da nur ganz kurz. Oh. Oh? Soll das brennen oder brenne ich hier? Hm. Ich kann da nicht hochklettern. Okay, dann komme ich zu dir. Bin hier schon mal hoch. Vorsichtig. Bist du nicht hier irgendwo? Ah, ich sehe dich. Guck mal nach links oben. Hm? Bin hier oben auf dem Stein. Muss nach links gucken. Ah, mit dem Pferd sogar. Natürlich, dass es mit hoch gespawnt. Dann schnell hoch. Ich würde trotzdem sagen, dass das Pferd lieber, dass man den befehlen sollte, ja. Wenn mein Pferd mal hierher kommt. Nee, ist ja Epona. Das will ich nicht. Wo ist mein Pferd? Hm. Pferd, bist du mein Pferd? Du bist Pferd. Pferd, bleib hier stehen, halte Wache. Danke. Wir nehmen Bogen, weil ich glaube, Steinnase vergiften wird nichts.
Danke auch. Ich hab's nicht gerade gehört, aber ich weiß, was du gesagt hast. Ui, der ist aber groß. Alter! Oh! Okay. Alter! Jungs, angreifen? Der ist einfach zu riesig. Ich bin mutig. Du Pupsnase! Oh! Nicht zu mutig sein. Aua! Alter, das gibt's doch nicht. Warum kämpft der nicht? Leto! 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 Nein, nein! Attacke! Der blutet. Ja, nicht von mir. Nee, du stirb. Was ist Leto denn macht? Soll die Sau bluten? Wie geht's dir denn? Alter, Leto, komm mal. Hast du tot oder was? Noch nicht. Kannst du die heilen? Ich hab Glück, ich bin mal wieder meine Heilpfeile vergessen. Ah, wir sind gut vorbereitet. Scheiße. Nee. Rückzug. Leto, beweg deinen Arsch. Oh oh. Leto, lauf! Lauf weg, Mathilde, ich versuche ihn abzulenken. Wohl nein, nein, auch fast im Arsch ist. Vielleicht hätten wir so Explosivpfeile oder so mitnehmen sollen. Ja. Und Heilpfeile. Puh. Na, Leto regeneriert sich aber. Ah, Leto, beweg dich. Rennt ihr immer noch hinterher? Ja, ja. Was ist denn ein Sack? Gut, dann komme ich mal. Ich habe leider meine Waffe für das Pferdchen vergessen. Oh, er ist wieder bei mir gespawnt. Ich muss weg. Epona! Epona! Ah, nee, du heißt nicht Epona, du heißt Plötze! Plötze, kommst du her! Du plötzlich her! Lass mich hoch, lass mich hoch! Reite geschwind davon! Du Fotze! Entschuldigung. Scheiße. Mist, ich bin nicht ins Bett gespawnt. Ah, ist praktisch, ich bin in der Nähe gespawnt. Das ist nicht gut für einen, weil ich kann dein Nein da nicht weglocken. Ja, du kannst. Ich habe leider nicht die Kontrolle mehr von Nein Nein. Und Epona ist bestimmt. Epona, Plötze ist wahrscheinlich auch schon tot. Nein. Plötze ist da ganz standhaft. Ich bin ganz nah. Du hast bestimmt Heilpfeile mitgebracht, ne? Ich bin gleich um die Ecke wieder gespawnt. Ich war in der Basis. Ich überlege nur, wie ich da hinkomme, ohne einmal zu sterben. Ah, er ist gleich tot, er ist gleich tot, er ist gleich tot, er ist gleich tot.
Oh, scheiße. Los, Jungs, ihr schafft das! Runter. Ihr müsst das schaffen. Ja! Haben sie? Ey, super. Wir haben es geschafft. Ich zeig den mit einer Spitzhacke. Ja. Mit einer Axt. Mach den irgendwie platt. Und der hat hier irgendwo was verdeckt. Ich habe einen Steinnasenkönigkopf bekommen und ich glaube, wir hatten schon einen Steinnasenkönig. Oh, da ist Heinrich, der schwebt in der Luft. Muss nein, nein? Okay, dann. Nein, nein, folge mir erstmal, bevor irgendwas noch passiert. Ja, du bist verwundet, du hast ganz gut gekämpft. Ich bin stolz auf dich. Nein, nein, du bist der Beste. So, hier müssen, muss irgendwo eine Kiste sein. Ob den Dietrich dazu. Ach Mist, die Lanze hatte ich doch dabei. Und sonst hole ich mir gleich erstmal mein Pferdchen zurück. Puh. Ach, hier ist deine Leiche. Wer hat die Steinnasen hier vorne getötet? Petro. Okay. Petro hast du auch gefunden? Nein, noch nicht. Hm. Ich hab's erst ein Pferdchen geholt, bevor ich's vergesse. Nee, das ist auch wichtiger. Na, wo man kommt ja von hier. Hier wird's ja wahrscheinlich nicht die Truhe sein. Es muss schon da in der Nähe sein, wo der Steinnasenkönig jetzt rumgelaufen ist. Ja, dachte ich mir auch gerade hier oben vielleicht, aber... Pass auf, nachher hier irgendwo oben bei den Steinen. Ist schon zu weit weg. Hm. Oh nein, nicht da. Jetzt komme ich nicht zurück, du Arschkrampe. Mir wird der Weg von Nein versperrt. Ah, ich hab sie. Ah, super, dann brauche ich da nicht weiterklettern. Dann kletter ich hier runter. Haben wir ein schönes Hanumansgada. Oh, das sieht tief aus. Upsi. War auch tief. So. Ja, haben wir. Gekillt. So. Wollen wir nochmal dann uns gleich unten treffen und in die Gammelstadt? Die namenlose Stadt rein. Ja, kann man machen. Um dir deine Maske zu besorgen. Jo. Ah, ich bin. Treffpunkt ist meine Leiche. Ja, bis. Ich sehe dich. Dann können wir noch hier gleich einmal rum, die dumm. Ach, da bist du.
Hier so weiter rechts vielleicht. Oder? Nee, würde ich auch so sagen. Ja, gehen wir hier mal lang. Aber mein Pferd hat es aber auch ganz gut erwischt hier. Ja. Aber Plötze hat gut überlebt. Schön, das freut mich. Mein zweites Pferd bei Red Redemption da überlebt er auch noch die ganze Zeit. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich am Anfang gleich drei Pferde getötet. Oh. Stimmt, ich kann mich das eine Mal erinnern, wo das eine Pferd da so runtergerutscht ist. Und du da, keine Ahnung, wie versucht hast, das hochzukriegen. Das allererste war während eines Gefechts. Ich habe extra das Pferd, bin runtergesprungen, habe dann halt geschossen. Habe aber vergessen, dass das ein Gleis war. Und in dem Augenblick kam ein Zug. Ups. Jupp. Wie das dritte Mal gestorben ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber irgendwie, vielleicht im Kampf oder so. Aber dreimal sind sie gestorben, aber dann musste ich ja meinen Rechner neu machen. Sorry. Ach, falsche Taste. Ich muss erstmal an einem Schlüpferking vorbeireiten, hallo sagen. Wie macht das? Sonst ist er traurig. Genau, ist jetzt schon ein guter Freund geworden hier. Hi, Schlüpferking. Wir sehen uns. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ach, nächste Folge willst du ja auch hin? Ja, er weiß doch nicht, wann die Folgen kommen. Vielleicht kriegen wir jetzt die Maske nicht und wir müssen irgendwann wieder hierher. Das könnte natürlich sein. Ich sehe die ganzen Hohlköpfe noch gar nicht. Ja, komm. Ja, das bauen sie. Ich hole mir die linke Reihe. Ich habe schon wieder meinen Kiosk-Dings vergessen. Ey, ich mach keinen Schaden. Sehr enttäuschend. Ey, die gehen nicht vorbei. Rechte Viecher. Ich will schosten. Bleibt stehen! Verdammt, nicht getroffen. Ah, es ist nicht so leicht mit diesem Glüh. Ah, Heinrich. Oh, Heinrich? Ja, Heinrich ist mein Name. Du bist im Weg. Ah. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Heinrich. Ihhh, Schweinebacke, wo ist sie? Jetzt habe ich die Schnauze voll, friss Stahl! Oh, falsches Pferd. Oh, hier ist ein Pferd. Boah, der hat mich komplett runtergeschossen. Okay, ich muss weg. Altes Sackgesicht. Oh, 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 oh.
Wie lange so viele Totenköpfe? Kann man mit denen auch noch irgendwas machen? Keine Maske? Arschloch. Ja. Aber zwei Goldbarren. Der Rest ist Mist. Mehr nicht? Hat nichts dabei gehabt? Na, er hatte ein legendäres Rüstungskit und eine Spitzhacke. Und ein Machtfragment. Also müssen wir doch mal wieder herkommen. Gut. Brauchen wir noch Dämonenblut? Das kann man immer gebrauchen. Holen wir uns noch einen Drache? Ja. Wollen wir uns noch den Großen holen? Schaffen das unsere Jungs? Ach ja, wie verwundet sind denn die? Ich hab nichts zum Heilen für die mit. Man meint, das gerade voll geheilt, aber ich würde dann sagen, dann machen wir lieber so einen kleinen Drachen noch fertig. Ja. Und dann war es das auch wieder für heute. Mensch, das ging aber schon. Ja. Die Zeit verfliegt, wenn man sich amüsiert. Das ist richtig. Ich reite hoffentlich richtig, oder? Ja, ich glaube, du reitest. Entschuldigung. ich glaube, du reitest auch. Wir können ja sagen, zu dieser Zeit, zu dem wir gerade aufnehmen, ist halt ein bisschen spät für uns. Ja. Wir sind alt und ich glaube, das ist der Große. Ja, wir sind nicht nur alt. Zumindest Mathilde darf zurzeit noch nachts immer mal aufstehen, weil es da jemanden gibt, der gerne noch mal eine Windel gewechselt kriegen möchte und vielleicht noch mal ein bisschen was trinken möchte. Das kommt ja auch noch dazu. Hier ist ein kleiner. Oh, ich reite frei endlich. Cool. Oh. Wie geht das denn? Hand habe ich, habe ich das Schwert. Ich lenke das Schwert mit meinen Schenkeln. Oho! Ja, freihändig, freihändig, Heinrich. Magische Schenkel. Ja. Ordentlich zudrücken. Hä? Wer kämpft denn da? Lette. Oh, ein Hohlkopf. Meiner. Brauche ich. Wow, ich habe ganze zwei Dämonenblut. Hat irgendwie nichts gebracht, oder? Entweder noch den ganz großen links oder dann noch einen kleinen rechts. Oder wir gehen neben die Schlange beim Schlüpferkönig. Nee, wir sind gerade noch hier. Okay. Entscheide! Mir ist es egal! Das ist eine Einstellung! Jawohl! Auf in den Kampf, ihr Narren! Wollt ihr ewig leben? Nö! Oh, ich komme nicht weiter. Da ist ja. Ah, Feuer! Der brennt! Ey, mit dem Pferd weg! Kein Stau auf der Strecke! Wow! Ups, hi. Er steckt fest in seinem Bein. Autschi! Bisher läuft's, ne? Ja, und einer von unseren Jungs ist schon zur Hälfte runter. Naja, fast zur Hälfte, das schaffen wir.
Leto ist das. Na toll. Hat er zu wenig Essen gehabt oder was? Nee, ich hab dem sogar noch Heilfleisch gegeben. Aber er sieht ja. Ja, ich glaube auch. Autsch. Da hat er mir seinen Schwanz. Oh! Au, 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 au. Da hat er mir seinen Schwanz aber zweimal in die Fresse gehauen. Ich muss mal schnell auf Bogen umgehen, du. Ja. Musste mich auch gerade mal verbinden. Immer auf die Beine! Kämpft überhaupt noch wer? Ja. Ohoho, jetzt muss ich ja weg. Oh, ich glaube, ich kann die Maske mal abnehmen. Wir haben ihn gleich. Yeeha! Alter, der hat die geile Fackel. Ich will die geile Fackel. Ich will die geile Fackel. Letzter Atemzug der roten Mutter. Das muss ich mal ausrüsten. Na komm, alles nehmen. Achtung. Hat er was Gutes gehabt? Boah, 167 Stunden brennt diese Fackel. Also eine Fackel, die niemals ausgeht. Super. Dann bist du jetzt Gandalf von Osram. Du machst jetzt immer Licht. Ich bin überlastet. Ist so viel Stress für mich. Und wir haben noch einen Rotdrachenkopf bekommen. Jeha! 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 Ja, ich würde sagen. Ey, du. Ich würde sagen, was denn? Poda ist gerade nur. Poda, Plätze ist gerade nur auf ihren Vorderhufen durch die Gegend gehört. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Das ist ein mittelalterliches Karussell. Es besteht nur aus einem Pferd, was im Kreis läuft und hüpft. Pass auf, jetzt machen wir Schabernack und er spawnt gleich wieder. Nee, ich wollte sagen, das jetzt war's aber für heute. Wir reiten zurück und nächstes Mal. Oh, hier ist noch eine Truhe. Hast du die gefunden? Oh nein. Mach die mal auf. Ah, Goldmünzen. Meine. Nice. 5 Stück. Oh, wir können ja mal gucken, ob eventuell sich was bei unserer kleinen Kieselnase getan hat. Und wir können mal gucken, ob sich gleich was in unserer Säuberungsanzeige gemacht hat. Das machen wir nochmal ganz schnell. Nope. Nee. Okay. Da ging's, glaube ich, raus. Aber ich glaube, die Kommandozeile, das war, dass wir quasi Säuberung auslösen, ne? Mhm. Da müssten wir uns aber nochmal vorher ein bisschen so, auf jeden Fall. Ein bisschen hier raus. Du weißt, wo der Ausgang ist? Ich will hier gerade andersrum, ne? Ich glaube. Da so? Also ich gucke gerade in die Richtung, in die wir müssen. Ja, genau, da lang. Aber da, von da sind wir ja gerade gekommen. Wir müssen ja irgendwie an der Seite. Ja, dann hier hoch und dann rechts irgendwo raus. Genau. Da sieht's doch gut aus. Aber ich will noch die Kieselnase mir anschauen. Ja, das, darum haben wir die Aufnahme noch nicht beendet. Wir wollen das alle jetzt sehen. Und wenn die es nicht sehen wollen, ich will es sehen. Wer es nicht sehen will, kann ja ausschalten. Nein, nicht ausschalten! Warum denn nicht? Einfach weiterlaufen lassen. Genau. Könnt ihr zwischenzeitlich aufs Klo gehen? Was mich auch mal interessieren würde, guckt ihr uns so nebenbei beim Essen oder macht ihr irgendwas nebenbei, so am Handy spielen oder guckt ihr uns richtig wirklich zu? Ihr macht nichts anderes. Schreibt das doch mal in die Kommentare, würde mich mal wirklich interessieren. Also ich weiß, einer hatte das ja mal geschrieben. Ich weiß nicht, wer das war. Ich,
Ich glaube, ja, Carsten war das. Stimmt, ich glaube, Carsten war das. Die haben das immer zum Essen geguckt. Genau. Mit seiner Frau, glaube ich, zusammen. Also, liebe Grüße an der Stelle. Hallo. Ja. Liebe Grüße. Viele Videos, die ich halt privat gucke, gucke ich halt entweder, wenn ich nebenbei was spiele oder bastel, male, gucke ich Videos. Oder ganz selten, dass ich Videos, nur Videos gucke. Aber meistens sind das dann irgendwelche Talk-Sachen. So wie gestern, was wir gesehen haben mit Kurt Krömer. Nee, gar nicht. Gregor Gysi interviewt Kurt Krömer. Ist aber schon ein bisschen älter gewesen, aus dem Jahre 2017. Ja, und dann hat man ja das noch mit Martin Sonneborn angefangen zu gucken. Genau. Ja. Ey, weg da. Ach ja, ich habe auch ganz viel exotisches Fleisch bekommen übrigens. So. Wie guckst du Videos? Bewusst oder machst du nebenbei irgendwas? Hängt davon ab, was für Videos ich gucke. So, ich gucke ja oder höre tatsächlich mehr, da hier dieses von, ich glaube, R/ heißt der, Entitled Parents. Das ist irgendwie immer ganz lustig. So was, so verrückte Geschichten mit, also auf Englisch heißen die Entitled Parents, auf Deutsch Helikoptereltern. Gott, was gucke ich sonst? Ja. In den Sachen, die ich sonst gucke, ja, manchmal gucke ich und manchmal daddel ich nebenbei noch ein bisschen auf dem Handy. Ja, also hörst du es dann mehr so wie ich manchmal auch als Podcast? Ja, ja. Wie gesagt, es hängt halt davon ab, was ich da gucke. Natürlich, wenn ich einen Trailer gucke, gucke ich mir den Trailer an, das ist natürlich klar. Ey, ich hab einen Schwebe. Alter. Alter, Schwede. Das sieht ja. Ah, jetzt jetzt gucke ich einfach. Ich kann nicht warten. Es ist immer noch eine Kieselnase und wird eine Steilnase. Ja, da, ja, die Chancen standen 1:5, dass es eine Steilnase. Ein Baum bei einer Armee von Steilnasen, mein Gott. Hm, ist bei so einer Patch bestimmt auch nicht schlecht. Ja, bei einer Säuberung, was man hat halt, ne? Das nimmt man. Hm. Also wenn wir noch 4 weitere Steine reinpacken, müsste einer davon eine Goldnase werden. Machtfragmente? So. Haben wir noch ein paar Machtfragmente übrig oder sind das eher selten? Inwiefern übrig? Also die wir haben, brauchen wir die noch für irgendwas? Man kann die wohl gegen Rezepte beim Archivar eintauschen. Oder man kann die selber konsumieren und kriegt dann weitere Talentpunkte. Nee, also, dann mache ich normale. Gut, hat sich schon geklärt. Gut, aber jetzt soll es gewesen sein mit der dritten Ankündigung jetzt hier. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar. Und nächstes Mal gibt es Schnitzel. Wusste ich noch, wir haben den Steinlassenkönig schon mal getötet. Echt, hatten wir? Ja, hier hängt zumindest eine Trophäe von dem Typen an der Wand. Dann haben wir es vergessen, oder? Anscheinend. Sorry für die Unterbrechung. Ja, kann mich nicht mehr dran erinnern. Vielleicht haben wir uns jetzt klüger angestellt, wobei ich es nicht glaube. Ja, also schreibt mal, wie ihr YouTube konsumiert. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich hier noch zu einem Kommentar schreiben. Ansonsten immer liken und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.